Hier trifft sie sich, die AfD, zu ihrem Landesparteitag. Das Wahlprogramm ist schon geschrieben. Wir brauchen diese Menschen nicht. Und das Unverschämte ist, aber die brauchen doch Hilfe. Da muss man, die Hilfe? Wieso? Die Welt ist so groß, du sollst dann nach China gehen oder nach Japan oder sonst was. Was soll der Quatsch? Die Grenzen hochziehen und Deutschland wieder deutsch sein lassen. Das ist gar nicht so schwer. Ist das das? Auf die Nation ein bisschen sich wieder berufen. Dass die Frau wieder geachtet wird, auch als Frau. Was die Germanen mal vor 1700 Jahren mal gemacht haben. Die Frau als ebenbürtige neben dem Mann. Familie überall oben drüber stellen und nicht auch die individuellen sexuellen Neigungen, die man hat, im Vordergrund stellt. Was meinen Sie denn mit Neigung? Sagen Sie es mal ganz konkret. Ja, homosexuell, also der ganze homosexuellen Kult, gehört da nicht hin. Oh, das ist genau. Die sollen doch alle nach Japan gehen, diese homosexuellen Kultflüchtlinge. Oder ans andere Ufer schwimmen, aber nicht zu uns. Wir brauchen diese Menschen nicht. Die Gulaschsuppe, die reicht nicht mehr für uns. Ich wollte noch eintuppern, aber ist schon alles aufgefressen, dieser Mensch. Ja. Richtig. Einfach die Grenzen mal wieder hochziehen. So wie früher. Ja? Das ist gar nicht so schwer. Früher, da hatten wir so viele Mauern. Wunderschön. Wo sind die alle hin? Kann man Deutschland doch mal wieder zumauern? So wie früher die Mauren auf Mauritius. Als die Frauen noch Schwänze hatten. Ja, eine schöne Zeit war das. Ne? Als alle noch Schwänze hatten, also die Frauen wie die Männer. Ne? Da gab es keinen Grund für so einen homosexuellen Kult. Ja? Da blieb alles in der Familie. Da einfach jeder mit jedem und alles blieb sauber. Eben. Ne? Ist doch eh alles gleich. Ja? Ein Mann ist ja auch nichts anderes als eine Frau mit einem Bobbelmax. Ja? Richtig, ja. Deshalb sage ich ja, diese Frauen, die braucht kein Mensch. Nee, kein Mensch. Die sollen doch bei den Chinesen bleiben. In Nordkorea. In ihren Frauenhäusern. Bei den Schlümpfen, da gab es auch keine Frauen. Ja? Und die waren immer blau und fröhlich, so wie ich. Ne? Die Schlümpfe. Ja. Das ist ja gar kein Fleisch mehr. Die alten Germanen, die haben uns das ja damals vorgemacht. Ja? Mhm. Vor 1700 Jahren. Das waren ja die ersten Feministen damals. Mit den Haaren. Ne? Das kann man ja alles nachlesen, ne? bei Vicky und die starken Frauen. Ja? Oder hier dieser kleine Dame, Asterix und seine dicke Frau mit den roten Zöpfen. Die waren gleichberechtigt. Die hat im Wald die Wildschweine gejagt wie er. Ja. Und ich finde es ja deshalb auch gut, dass eine Partei sich da endlich mal traut, sich wieder den guten alten Werten zu orientieren. Ne? Aus dem Zeitalter der Vernunft, vor 1700 Jahren, als die Erde auch noch nicht so rund war und man sich noch ehrlich mit der Keule eins über den Schädel geben konnte, ja? Also sachlich und als Freunde, anstatt wie hier so schwul und krumm zu reden, dieser ganze Konversationskult, der ist ja auch... Und diese ganze bunte Multikulti-Scheiße, die braucht doch kein Mensch. Nee. Früher, da gab es auch nur Schwarz und Weiß. Schwarz und Weiß. Schön voneinander getrennt. Getrennt. Höchstens mal braun. Aber nur im Kopf, ja. Und nicht im ganzen Gesicht. Das ist doch krank, ja, verdammt nochmal. Ja, sehr schlau zusammengefasst, junge Frau. Ja. Nee? Ich sage mal, wenn es in der Politik mehr intelligente Menschen gäbe, so wie uns. Ja, Sie haben ja sogar eine Brille auf. Ne? Eben. Ne? Und wenn man sich mehr für Frauenrechte einsetzen würde, ja. Ne? Und für Negerstopp. Und gesunde, glückliche Familien. So wie bei den Germanen vor 17.000 Jahren. Ne? So mit Mauern um die ganzen Schwulen rum. Ja, um Schwulen, dann wäre Deutschland vielleicht noch zu retten. Ja, AfD, die Alternative fürs Denken. Aber mehr Gulaschsuppe nächstes Mal, ne? Sonst will ich nämlich doch wieder die Sozis mit den Bratwürsten. Ja, das stimmt. Yeah.